Passt so? Ja. Tschüss, Schatzi. Hallo meine Lieben, erstmals, ihr bekommt von mir gleich ein Update. Wie ihr vielleicht gesehen habt, liegt der Papa aktuell in Laras Zimmer und schläft dort. Die Rettung, die heute Morgen da war, die hat ihn nicht mitgenommen. Dazu erzähle ich euch gleich die ganze Geschichte, dafür muss ich noch ein bisschen vorschweifen. Also ihr habt ja gesehen, gestern, falls ihr das Video gesehen habt, wir hatten gestern telefonischen Kontakt mit unserer Hausärztin. Und die hat mir dann später am Abend noch eine Nachricht geschrieben, dass ich bitte nochmal bei 1450 anrufen soll und sagen soll, dass mein Mann halt Kontakt mit LKW-Fahrern hat, die in Italien waren. Und man weiß ja nicht, ne? Haben die sich angesteckt oder nicht, das weiß man ehrlich gesagt nicht. Ja, und ich soll sie dann nochmal an morgen anrufen. Das habe ich gemacht, bin dann früh aufgewacht, habe nochmal nach dem Papa geschaut, der hatte in der Nacht wieder erhöhte Temperatur, weil gestern hatte er ziemlich hohe Temperatur, dann habe ich ihm ein Neocitran gegeben, das ist ein Getränk mit Paracetamol und so weiter. Das ist fiebersenkend, dann hatte er 37 Grad Fieber und dann in der Nacht hat er wieder über 38 Grad Fieber. Ja, dann habe ich heute in der Früh angerufen. Ich habe zuerst, also als allererstes habe ich heute in der Früh in der Schule angerufen, beim Patrick und bei der Michelle. Habe das Bescheid gegeben, dass die Kinder ab heute nicht mehr in die Schule gehen, also ab Freitag, weil ab Montag, also kommenden Montag sind jetzt sowieso die Schulen geschlossen, die Oberstufen bei uns in Österreich, und ab Mittwoch wäre Volksschule und Unterstufe. Sind dann ab Mittwoch, ja. Ja, warte mal mit. Also ich habe in der Schule angerufen und so weiter, und danach habe ich gleich bei 1450 angerufen und habe gesagt, ja, mein Mann, dies und das, Symptome, Halsschmerzen, Rückenschmerzen, Gliederschmerzen, kein Husten, aber sehr starke Lungenschmerzen, Brustschmerzen. Kontakt mit möglichen Personen, ob sie infiziert sind oder nicht, weiß ich nicht. Ja, gut. Zuerst mal wieder so, wollten sie uns ein bisschen abwimmeln, so, ja, aber wir können nicht jeden testen, wissen Sie, wir können natürlich nicht jeden testen. Kann ich auch verstehen, ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit. Trotzdem ist es natürlich sehr bedenklich für einen selbst, ne? Und dann hat mich nochmal jemand zurückgerufen, weil die gesagt haben, ja, wir lassen jetzt nochmal jemanden zurückrufen, also einen Arzt, und der hat dann mit Baba gesprochen, nochmal über die Symptome, und diese Frau am Telefon hat dann gemeint, gut, wir lassen einen Rettungsdienst zu Ihnen kommen, der soll Sie ins Krankenhaus bringen. Tja, war der Rettungsdienst da, hat dem Baba eine Maske aufgesetzt, hat ihn in den Wagen gesetzt, und die haben dann beim Krankenhaus angerufen, um zu sagen, dass sie jetzt kommen, und die haben gesagt, nein, wir werden ihn nicht aufnehmen. Genauso wie die Ärztin gestern, wo er versucht hat hinzugehen. Die hat ihn ja auch nicht aufgenommen. Und das Krankenhaus wollte ihn ja auch nicht aufnehmen. Jetzt ist man natürlich, ich kann es verstehen. Wenn er wirklich jetzt das Schlimmste befürchtet hätte, dann kann ich es verstehen, dass Krankenhäuser und Ärzte ihn nicht nehmen wollen. Aber man ist einfach wirklich als Mensch verzweifelt, weil man jetzt nicht weiß, was man tun soll. Ich meine, okay, ihm geht es noch einigermaßen gut, sag ich mal so. Er hat keine Atembeschwerden. Ich glaube, das wäre jetzt das Schlimmste, wenn man Atembeschwerden hätte. Es ist zum Haare raufen. Wir machen jetzt einfach das Beste draus. Wir sind gut ausgestattet an Lebensmitteln. Wir haben ja schon damals gut eingekauft. Wir sind zu Hause alle, und ja, wir versuchen, nein, ich versuche, also ich habe alle Termine, die ich auch hatte, berufliche, geschäftliche, habe ich auch abgesagt. Wo man halt mit anderen Menschen zu tun hat. Das Einzige ist nur, ich kann es euch jetzt schon ein bisschen erzählen, wir wollten uns morgen einen Hund aus Ungarn holen. Also das ist schon ausgemacht aus dem Tierschutz. Das ist ein Welpe, der ja auch ausgesetzt wurde mit Geschwistern und so weiter, Kindern, also mit den Welpengeschwistern. Und den wollten wir eigentlich gestern, den wollten wir morgen aus Ungarn holen. Das ist jetzt aber bei uns vielleicht auch, vielleicht werden die Grenzen geschlossen oder so, also das ist ein bisschen, es rumort ein bisschen, es gibt so, wie sagt man dazu, gibt eine Getratsche nicht, aber man hört halt so Sachen von Leuten, die Leute kennen und dies und das. Jetzt weiß ich auch nicht, ob das stimmt oder nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, nach Ungarn können wir sowieso nicht fahren. Und da hat mich heute die Tierschützerin angerufen und mir gesagt, dass sie morgen in Ungarn ist. Sie weiß hundertprozentig, dass die Grenzen nicht geschlossen werden. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Sie hat gesagt, sie ruft mich morgen an. Sie schickt mir alle Sachen zu. Wenn ich möchte,
können wir uns in Burgenland irgendwo treffen und sie gibt mir den Hund. Aber wir schauen, dass wir uns irgendwie nicht berühren und ja, mal gucken. Weil der Hund, der wartet auch jetzt auf seinen Platz, irgendwie will ich ihn dort nicht lassen. Ich möchte aber auch jetzt nicht unter Menschen. Aber die Frau hat gesagt, wir machen das schon. Sie möchte, also sie würde sich sehr, sehr freuen, wenn ich den Hund trotzdem holen komme. Sie wird das so arrangieren, dass wir das irgendwie machen, ohne großartig den Vertrag, dann machen wir alles digital und die Bezahlung und so weiter. Weil ich muss ja einen Tierschutzbeitrag zahlen von 310 Euro. Ja, ich bin da selbst im Dilemma, also ich möchte jetzt auch nicht, wie gesagt, ich möchte nicht unter Leute. Ich fühle mich gut, ich habe keine Anzeichen oder dergleichen, aber ich will auch diesen Hund nicht dort lassen. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt auf jeden Fall, aber die Frau hat gemeint, sie muss es wissen, dass ich soll ihr auf jeden Fall noch Bescheid geben, falls ich selber krank werden sollte oder so, was ich nicht glaube. Ich bin stark, na keine Ahnung, man weiß es ja nicht, deswegen mal schauen. Ja, so viel von mir als kleines Update an euch, wie es uns geht. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Der normale Alltag geht ja weiter. Ich habe jetzt Wäsche gewaschen, ich habe jetzt ein bisschen die Küche aufgeräumt. Die Kinder sind zu Hause, wir müssen jetzt gleich mal was frühstücken. Es ist ja schon voll spät. Ich habe so viel Zeit damit vergeudet, einfach zu telefonieren und dies und jenes. Und ja. Aber jetzt wollen wir mal frühstücken. Ich werde dem Papa auch ein Frühstück machen. Ich habe ihm jetzt nur ein Medikament gegeben. Ich habe ihm wieder ein Neocitran gebracht und ja, mal schauen. Die Kinder frühstücken. Ich mache jetzt gleich dem Papa auch sein Frühstück. Auch wenn er jetzt keinen großen Hunger hat, denke ich mir, er muss ein bisschen was essen. So, Frühstück. Geht der Papa telefonieren? Ohne Papi. Du musst essen. Ja, ja. Nein, nein, du gibst die Tanja oben. Persönlich. Ja, ja, ja. Mama, du bist ja die Latte. Was ist, kommen die ohne dich in der Arbeit nicht zurecht? Ja, da wollte man meistens. Du ein bisschen lüften bei dir, sehr stickige Luft. Tust du essen? Nach Corona. Hat die Krappe. Wie isst du jetzt? Papa, magst du noch Tomaten oder sowas dazu haben? Hallo? Ah, diese Luft ist so gut. Heute kein Fieber. Heute nur 36. Heute mal grün. Ah, das ist Neocitran, oder? Genau. So, essen. Ich gehe jetzt Hände waschen. Okay, die aktuelle Phase ändert sich bei uns stündlich oder minütlich sogar. Wir haben nochmal mit der Hausärztin telefoniert und die meint, ja, was hat sie gesagt, dass du, wenn es schlimmer werden sollte, dich melden sollst, aber wenn es so gut ist, dann, also so okay ist, dann weiterhin schauen. Mal gucken, das Land Niederösterreich hat auch schon angerufen. Bin auf jeden Fall gespannt, weil vielleicht schicken die jemanden, vielleicht aber auch nicht, wir werden es sehen. Ich weiß nicht, ob das von der Firma beauftragt wurde oder ob einfach so. Ja, der Papa hat jetzt nicht so wirklich gut gegessen, ich zeig mal. Nicht sehr vorbildlich, Papa, aber dafür hat er ein bisschen Schokolade genascht. Isst du das noch später? Wahrscheinlich. Er ist ständig am Telefon, weil er seinen Kollegen hilft, dass der Betrieb bei ihm weiter funktioniert. Was mit Ananasstücke hast du gegessen? Soll ich das wegräumen? Ja, tut ein bisschen sich ausruhen und ich gehe ein bisschen arbeiten. Luisa, will ich nach unten. Wo ist die Luisa? Unten. Ja, dann bleib unten mit dir. Pass auf sie auf. Ich muss ein bisschen arbeiten, okay? Ich stehe dir gut. Pink. In der Farbe? Ja, so auch so ein bisschen. Baba, isst du das später noch? Ja. Okay, dann nehme ich nur den Müll mit. Und ruhe dich ein bisschen aus. Ich gehe ein bisschen. Ich werde wieder schlafen. Okay, ich gehe ein bisschen Video schneiden. The show must go on. Okay, soll ich die Tür zu machen? Ja. Sophie, kommst du mit? Komm. Brauchst du noch ein Wasser? Soll ich dir noch ein Wasser holen? Ja, dass ich da habe. Ja. Ich bin jetzt hier ein bisschen im Büro gesessen und habe mein Video geschnitten. Das ist jetzt so einigermaßen fertig, die Mädels malen. Ich glaube, das ist jetzt ein Malgeräusch. Ja,
die zwei großen Mädels malen. So. Was ist denn? Das ist schön, du kannst drüber malen. Der Papierkorb quillt auch über. Ein Auge fürs Dings. Mama, das ist nicht schön. Und ich soll es wegradieren? Ich werde mein Bestes versuchen. Okay. Welche Farbe möchtest du malen? Ich habe schon diese Farbe gefunden. Okay, du kannst hier mit Grün drüber malen, aber besser kriege ich es leider nicht weg. Papierkorb müsste man, glaube ich, auch ausleeren. Ja. Die Mädels beschäftigen sich schön. Komm, mal drüber. Sehr brav. Die Luisa schläft noch. Da werde ich ein bisschen die Tür so zumachen. Und der Patrick ist unten und zockt ein bisschen mit seinem Freund. Und der Papa, der schläft. Ich kann ein bisschen reinfilmen. Ja, der ruht sich mal ordentlich aus. Ein kleines Krankenlager-Update. Die Sophie leistet dem Papa ein bisschen Gesellschaft. Sie hat ein Brot und hat sich hier verbarrikadiert. Papa, lass das Brot, sonst... Nehmen Sie sonst nervt. Ja. Wie geht's dir? Papa geht schon ein bisschen besser. Halsschmerzen hat er zwar noch. Hast du noch Lungenschmerzen? Ja. Aber er hat kein Fieber mehr. Das ist gut. Heute hast du gar kein Fieber gehabt, oder? Außer in der Nacht, aber ich meine... Ja, 37 heute. Ja, er hat noch ein bisschen erhöhte Temperatur. Man sagt so, bei Erwachsenen ist ab 37 erhöhte Temperatur. Und alles über 38 ist ein geringes Fieber oder Fieber. Ja. Ja, wie geht's dir? Ein bisschen YouTube-Videos schauen, ein bisschen chillen. Genau, stimmt, du hast wirklich lang geschlafen. Ja, voll lang eigentlich. Ja, aber das braucht der Körper jetzt, gell? Brauchst du noch was zum Essen? Was gibt's? Magst du eine Jause oder magst du was Warmes? Na ja, also keine Jause. Magst du was Warmes? Magst du ein Würstel? Aber Würstel hat schon heute. Ich kann nicht essen. Nicht? Eine Suppe kann ich dir machen. Nein, nichts. Grießnockelsuppe. Ich habe keinen Hunger. Und heute habe ich auch ein Paket bekommen. Und zwar habe ich mir einen zweiten Bildschirm bestellt, damit es beim Streamen leichter ist. Ja, den werde ich dann später noch aufbauen. Kommst du rauf, Patrick? Ja. Michelle? Ja. Und heute müssen wir noch Wäsche fahren. Ah, ich muss kurz zur Wäsche. Ich muss kurz runter zur Wäsche. Gehst du rauf? Zusammen haben wir nicht Platz. Dankeschön. So, Wäsche. Weil ich habe heute eine Waschmaschine. Oder habe ich sogar zwei eingeschaltet? Ich glaube sogar zwei. Yes, also Trocknen ist schon fertig, Waschmaschine ist auch schon fertig. Ich baue jetzt meinen neuen Bildschirm auf. Der Patrick hat mir jetzt ein bisschen geholfen. Er hat den Fernseher weggetragen. Das ist, glaube ich, eine coole Größe, oder? Das ist irgendwie höher wie der Fernseher, oder? Mhm. Danke, Patrick. So, meine Lieben, so schaut das aus. Ihr wisst ja, ich liebe Technik, Elektronik. Das ist so einfach. Das ist wie bei manchen Frauen, das Taschen- oder Schuhen-Ding ist das bei mir Elektronik. Und ja, dieses noch. Mami! Bitteschön. Mein Matthew, geh mal ins Wohnzimmer. Wir haben jetzt nämlich ganz viel Wäsche vor. Ja, die Luisa will ein bisschen kuscheln. Komm, geh mal ins Wohnzimmer. So, wir falten jetzt ein bisschen Wäsche. Und die Luisa deckt den Staubsauger zu. Ja! Die Luisa, die Lara guckt hier ein bisschen iPad und
Wir schauen ein bisschen Trash-TV, österreichisches Trash-TV. Und Faltenwäsche. Das ist cool, oder? Trash. Seid lieb zueinander, gell? Schaut mal bitte, wie vorbildlich wir die gesamte Wäsche weggefalten haben. Ja. Wir werden jetzt auch, glaube ich, langsam schlafen gehen. Ich huste. Scherz. Alter, die werden von mir. Ich sage, die Sophie chillt auch beim Papa. Papa geht's gut. Halsschmerzen hat er. Statt sie bauchfrei. Bauch, Alarm, Alarm. Ich kann mich nicht einmal anfassen. Echt? Aber jetzt hast du diese Schmerztablette genommen, oder? Mhm. Also wir haben jetzt noch dem Papa ein Mexalin gegeben, mit das entzündungshemmend und abschwellend, und schauen wir mal, vielleicht wird es dann besser. Auch ein bisschen Schmerzmittel dabei. Ich kann dir noch ein Ibuprofen geben gegen Schmerzen, aber ich will dich jetzt auch nicht voll ballern mit. Ja, meine Lieben, und ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich bin richtig müde. Der Tag war mal wieder ein bisschen anstrengend. Ja, und ich hoffe, dass... Ich weiß nicht, was ich hoffe. Momentan ist es wirklich so krass. Also wir haben auch ein bisschen zu geplaudert, ich und der Papa. Was man so mitbekommt, es bricht jetzt ja richtig die Pandemie aus. Also die Leute kaufen einfach alles leer wie die Irren, obwohl ja bei uns ja nur die Schulen geschlossen haben und alle anderen Geschäften, quasi Lebensmittel, Apotheke, Post und so weiter, Polizei, sowas, das ist ja eh noch alles quasi da, aber ja, die Menschen drehen halt kurz am Rad und ich hoffe, dass es bald ein Ende hat, weil das macht schon Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, also da verfürchte ich mich schon, wenn die Leute durchdrehen. Ich hoffe, dass wirklich in Österreich gab es bisher nur einen Sterbefall, nur ein 69-Jähriger ist gestorben. Mein Papa lebt. Ja, ja, ich bin schon zu müde, Leute. Ich werde mich dann morgen bei euch melden und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Tschüss, bis dann.